Willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate Dark Alliance. Letzten Part sind wir hier im Onyx-Turm stehen geblieben. Und die Atmosphäre ist hier recht gruselig, muss man sagen. Der Onyx. Oh. Auf jeden Fall wollen wir weiter. Den nächsten Stockwerken. Wir wollen die Quelle finden des Bösen und hier alles kaputt machen. Komm mal her. Ey, wie der schon klingt, wie der startet. Ey, ist schon ein bisschen gruselig hier, der Turm. Autsch. Ist es früher morgens? Ich muss mir. Boah, was? Wie hat der mich. Ich merke schon, man. Man darf hier nicht schläfrig anfangen. Egal, bisschen Kaffee und das hilft schon. Hätte ich die doch irgendwie herlocken, ohne die ganzen Viecher da? Gut. Zumindest haben wir letzten Part haben wir den ganzen Weg bis hierhin durchgekämpft und das war's eigentlich. Komm mal her. Komm her. Komm her. Ja. Fein machst du das. Und schon. Egal, machen wir das so. Nein. Gut. Guter Junge. Das hast du gut gemacht. So, erstmal noch diese Viech. Oh nee, jetzt hat er noch so weitere. Das ist Käse. Au. Au. Mann, Junge. Oh, du bist so nervig. Gehst du mal weg. So. Ah. Nein. Nein. Geh weg. Ich kann nicht gegen auf beide auf einmal. Ah. Oh, das speichern wir jetzt mal. Okay. Ich muss mir auch merken, ab und zu mal den, Speicherding in die Aufnahme gucken. Ich habe jetzt keine Stoppuhr. Deswegen muss ich jetzt ab und zu mal auf den PC schauen, wie. So schauen wie. Oh, das gibt's auch nicht hier. Oh. So schauen, wie lang jetzt die Zeit läuft. 3 Minuten, so schnell? Wow, ganz so schnell. So, mein Freund. Okay, lässt du das mal. Na gut. 1-2. 1-2. 1-2. Aber die Stimmung hier im Onyx-Turm schon irgendwie ein bisschen bedrückend. Ich halte mal kurz einen Moment der Klappe. Okay, genug geklappt gehalten. Ja, also er hat seine Deckung vernachlässigt. Vernachlässigt ja nicht eure Rückendeckung. Besser noch, kauft euch eine anständige Waffe. Ne? Kauft ihr eine anständige Waffe. Gut. Lederwams brauche ich bestimmt nicht. Ne, Pfeile, Regenerationstrank brauche ich eigentlich auch nicht. Ich meine, Zauber benutzen wir sowieso nie oft. Unsere Regenerisation ist auch ziemlich stark, merke ich. Ich meine, da sieht man, wie viel Leben wir wieder bekommen haben in unterhalb von einer Minute. So, und jetzt haben wir ein volles Leben. Streitdachs. Geld. Warum nicht? Ist doch nicht so, als wäre ein Händler oder so. Ich glaube auch ein Baldur's Gate Dark Alliance 2. Das habe ich aber nicht. Ich habe so ehrlich gesagt nicht vor zu Let's Playen. Oh ne, nicht ihr schon wieder. Geh weg. Geh weg. Yes. Oh, das sind 5. Oh. Korrigiere 4. Ah. Oh, das sind doch viel zu viele.
Abstoßung. Muss. Schieß. Deine Reaktionsgeschwindigkeit ist lahm, du jetzt. Ah, einer weniger. Gut. So. Ah, gut. Zwei weniger. Ah. Oh, ich kann so nicht denken. Lass mich doch mal kurz denken, Mann. Yes. Jetzt bist du tot. Jetzt bist du... Oh Gott. Den Schaden, den sie machen, ist echt abartig. Das ist echt abartig, was für einen Schaden die machen. Boah. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Rechts oder links? Hier, komm mal her. Komm mal her. Ist da was drin? Ah, da hinten sind die passenden Tränke. Zack, zack, zack. Gut. Ich trage bereits mehr als genug. Stell dich nicht an. Komm mal her. Oh, wir haben es gerade gegen 5 auf einmal geschafft. Nicht gedacht, dass wir das schaffen. Also ohne das Sprengfass wäre es, glaube ich, noch länger gewesen. Aua. Kettenpanzer. Hä, ist schwächer. Was ist das denn da? Ein Propellermann. Oh, ich glaube, die sind richtig böse, sind die. Weil sie... Weil man sich um die herumspringen kann, glaube ich. Deswegen sind sie eigentlich richtig... Oh. Es ist wieder hier so ein Typ, bei dem man Rhythmus achten haben muss. Ohohoho. Ah. Ah. Das war komische Geräusche, mein Freund. Ah. Gott. Stell dich nicht so an, Mann. Ah, komm. Das ist, glaube ich, so ein Gegner, bei dem diese Herumspringtaktik nie funktionieren würde. Weil er halt seine ganze Zeit sein Schwert so rumdreht. So rumwirbelt. Das ist, glaube ich, ein bisschen nachteilhaft. Wenn man versucht, dann mit dem zu verteidigen. Also. Ah, komm. Gut. Wie locken wir noch einen anderen an? Dann gehen wir mal als erstmal in die andere Richtung. Obwohl das, glaube ich, im Endeffekt egal ist. Oh, ich brauche den blauen Heiltrank. Habe ich vergessen. Komm. Junge, Junge, Junge. So, das nehmen wir natürlich nochmal schön mit. Und wir gehen erstmal die andere Seite. Oder ist da noch ein ätzender Gegner? Hallo? Gegner! Ich hoffe, den können wir abschießen. 40. 40. Perfekt. Ziele. 40. Hi. Hast du gemerkt, ich optiballere? Ja, das tut mir aber leid. Ah. Gott, lässt du das mal? Ach ah. Oh Gott, nee, ich trau mich das nicht. Oh, der macht aber ganz schön viel Krach, der Junge. So. Der ist ja nur noch einer. Aha. Gott. Ja, hier ist ja da gar nichts mehr, ne? Wow. Oh, der macht aber ganz schön viel Krach irgendwie.
Das ist einer der einzigsten Gegner, die, glaube ich, so viel Krach machen wie der da. Also. Unangenehme Gegner sind das. Jetzt war hier noch einer drin. Hier sind wieder so viele Entscheidungswege. Links oder rechts? Wir gehen mal hier. Nee, da geht's doch weit. Nee, geht's da nicht. Egal, kommt ihr mal her. So. Nein, falscher Zauber. Egal. Ah, hier ist eine Kiste. Die habe ich ja beinahe wieder übersehen. Ich weiß nicht gerade, wie ich hier gerade kämpfe, aber egal. Nee. Warte, wo bist du? Wow. Ja, ist ja brav. Uns fehlt nur noch ein halbes Level ab. Das dürfen wir doch wohl noch schaffen hier bis zum Ende des Spiels. Dann habe ich, glaube ich, Level 42 erreicht. Das letzte Level war, was es hier. Egal. Letzte Level 42. Da hat man im Grunde genommen jedes Talent aufgewertet. Ich glaube, wir können das auch mal gleich gucken. So, was für ein Level sind wir denn überhaupt? Onyx Swords. Stufe 26. So viel zum Thema. Auf jeden Fall kann sich Dritz nicht mehr erweitern. Hat keine einzige Fähigkeit mehr. Auch nicht schlecht. Hi. Na, Junge, Junge. Stirb doch. Das war der da, oder? Nee, das war der andere. Ich hab euch jetzt in Augen verloren. Meine Reaktion und Konzentration ist irgendwie nicht so gut am Morgens. Ah. Mann. Danke. Was ist hier rechts? Was ist hier links? Was ist hier oben? Ein Speicherpunkt. Gut. Nein, 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 zu viele. Ich schaff das. Weg. Ja, einer weniger. Gut. Es ist zwei. Oh, cool. Also, du bist jetzt kein Problem. Kriegen wir geschenkt? Naja, 12 ist. Ich hab mehr. Nein, das ist ja noch ein Vierter. Ah ja, das hat er. Okay. Ich habe hier keinen Schirm, wo es weitergehen soll. Da bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als die ganzen Türen auszuprobieren. Was ist denn hier oben? Außer Gegner. Mann. Dein Kollege kommt doch schon. Oder kam. Ich kann nicht sagen, dass die Pfeilkanone mir angenehm. Egal. Also Abby, die ist nicht tödlich für uns, diese Pfeilkanone. Aber sie ist ein bisschen nervig. Denn sie lenkt mich irgendwie ab. Nein. Gehst du weg. Gehst du weg. Die will ich nicht. Dich will ich, genau. Ja, du weißt, wie es geht. Die Dinger sehen aber voll komisch aus. Sieht man auf dem Boden, da liegen die ja noch. Also teilweise. Sieht irgendwie voll komisch aus. Was ist denn das? Sieht aus wie ein kleiner Kobold. Ja, so ein kleiner Wasserspeier-Kobold. So ein kleiner Teufel. Das ist ja süß. Oh, hi. Wie geht's? Ich bombardier dich jetzt mit Zaubern. Und das Spielchen geht wieder von vorne los. Ja, ich glaube, ich kann immer einen zweiten Mal. Dumme Entscheidung. Einmal draufhauen.
Ah. Okay, ein Arm weniger, nicht schlecht. Guter Junge. Fall um. Ekelhafter Gegner. Einfach nur eklig. Ah, ist der eklig. So, hier war doch noch ein Wasserspeier drin. Oder? Ja. Okay, ein Raum, der zum Nichts führt. Weder mit Heil trinken oder... Stirb. Nee, 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 du haust mich heute nicht. Danke. Ah, ja. Wir nehmen Raum für Raum. Wir nehmen jeden auseinander. Dieses Level Up bekomme ich, ob ich nun will oder nicht. Das wird jetzt, das kommt jetzt mit mir. Ist noch so ein. Das sind sogar zwei. Einer muss ich doch nur anlocken. Guter Junge. Zauber ausrissen. Zielen. Feuer. Nimm das und das und das. Und das. Aua. Ich sag's euch, das ist so ein ekelhafter Gegner. Gib auf. Niemand mag dich. Ha. Niemand like you. So, jetzt hast du ein Problem, mein Freund. Wie gesagt, ekelhafter Gegner. Das ist so ekelhaft. Das ist so kacke. Ich brauche wieder einen Regenerationstrank. Wir müssen sie einfach abschwächen. Juhu, kann ich dich treffen. Haha! Damit hast du nicht erwartet, mein Freund, ne? Wie sich das Zahnrad in dem dreht? Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber es ist ganz schwach irgendwie. Ich sehe es auch nur irgendwie so komisch. Aber da dreht sich die ganze Zeit so ein Zahnrad in diesem maschinellen Monstrum. Mann. Gibst du auf? Ich hab noch mehr von meinen Schlägen. Oh, jetzt bist du. Klatsch. Die geben aber auch irgendwie richtig Erfahrung, merke ich. Ihr seht mal, wie viele Erfahrungspunkte wir haben. Und hier sind zwei Sprengfässer. Also danke, dass ich das jetzt sehe. Den hätte ich jetzt super gegen den einen verwenden können. Ich weiß nicht, ob Abstoßung bei dem funktioniert, aber es hätte sicherlich gut was gebracht. Okay. Noch zwei weitere Räume und da unten einmal links. Was ist hier drin? Fliegende Viecher. Ja, warum nicht? Aua. Junge, du hast nicht so viele Möglichkeiten zu leben. Ist hier drin eigentlich auch noch einer? Nee, wir gucken erstmal hier rein. Hallo? Wow, da hinten ist es normaler oder ein ekliger? Auch ein ganz normaler. Gott sei Dank. Schnell. Der Kumpel kommt schon. Oder? Kommt ihr überhaupt? Ja. Ei, Giftkanone. Du siehst ein bisschen anders aus, kann das sein? Du hast einen anderen Helm und ein anderes Material. Du bist irgendwie Silber und nicht mehr so golden irgendwie. Aber irgendwie auch nicht stärker. Ah, gut, nix. Gut, der Raum ist gesäubert. Zeit zum nächsten zu gehen. Hallo. Ah, da hockt hinten wieder so einer. Komm,
Stell dich nicht so an, mein Freund. Kann ich da... Ich muss den erreichen. Nee. Sprengfässer. Hab ich was ordentlich was gemacht? Nein! Euch beide im Doppelpack, das ist echt ungesund. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wow. Ich hoffe, der eine Gargoyle hat mich jetzt einfach vergessen. Oder Wasserspeier, ist ja kein Gargoyle. Oh, danke. Sehr nett. Ich mag es, wenn die Gegner einfach so umfallen. Auf Befehl sogar. Das war, finde ich, sehr nett von dir, Mann. So, jetzt musst du dran glauben. Ja, danke. Sehr nett. Sonst noch jemand? Nee, gut. Also auch ein Raum für nichts, außer Erfahrungspunkte. Warum nicht? Also jetzt haben wir die 20 Minuten gebracht, eigentlich nur ein paar Räume zu säubern. Boah, das sind aber auch echt unangenehme Gegner, muss man mal ehrlich mal sagen. Aber nun gut, so soll es sein. Also wenn euch dieser Part gefallen hat, auch wenn es jetzt ein bisschen eintönig war mit dem Kill von diesen interessanten Gegnern, hoffe ich, dass er euch gefallen hat. Gebt ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Baldur's Gate Dark Alliance. Und ich bin euer Dwarkiman, falls ihr das vergessen haben solltet. Ade.